wieder ein Highlight für Uelzen. Auf diesen Tag haben die Uelzener lange warten müssen. Nachdem das Marktcenter an der Ferser Straße nach mehrerer Bauzeit endlich seine Pforten öffnete. Tausende von Besuchern strömten an den ersten Tagen herbei. Aber können Sie sich, verehrte Zuschauer, noch erinnern, wie alles anfing? Wir haben die Bauphase begleitet und zeigen Ihnen als erstes in einem kurzen Zusammenschnitt die Entstehung des größten Einkaufszentrums in der Hansestadt Uelzen. Anschließend laden wir Sie herzlich zu einem Erlebniseinkauf ein und wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben nicht gewusst, dass heute so viele Menschen kommen und dass sie der feierlichen Eröffnung hier auch so zahlreich beiwohnen. Deswegen muss ich ein bisschen lauter schreien, denn wir haben leider kein Mikro dabei. Wir freuen uns natürlich, dass nach so langer Zeit und nach auch einigen Anlaufschwierigkeiten wir so ein schönes Einzelhandelszentrum eröffnen können. Das Marktcenter Uelzen wird sicherlich, so wünschen wir uns, das von den Uelzenern und auch Leuten aus der Umgebung sehr gut angenommen werden. Es funktioniert alles, trotz anderer Meinung von dem einen oder dem anderen. Sie können ins Parkhaus fahren und Sie können hier auch bequem einkaufen. Ich möchte allen Mietern auch viel Erfolg wünschen für die Zukunft, dass sie hier gute Geschäfte machen und Ihnen als Bürger natürlich ein schönes Einkaufen. Recht herzlich danken möchte ich auch der Verwaltung, die trotz mancher Kritik das Vorhaben immer konstruktiv begleitet hat. Es ist ganz normal, dass man über so ein Vorhaben, das ein sehr bedeutendes Projekt in Uelzen ist, auch lange verhandelt. Aber da möchte ich Herrn Marquardt und seinen Mitarbeitern nochmal ausdrücklich danken, dass sie das Vorhaben immer so begleitet haben, dass es heute jetzt auch pünktlich eröffnet werden kann. Danken möchte ich auch noch einmal den Bauunternehmen, die hier dran beteiligt waren, und natürlich meinen eigenen Kollegen, besonders Herrn Ossarek, der das Bauvorhaben jetzt lange hier begleitet hat. Und ja, er hat immer den meisten Stress, dass so ein Projekt dann auch auf den Punkt und auch vollständig fertiggestellt ist. Ich wünsche Ihnen nun allen viel Spaß beim Einkaufen und wünsche mir, dass Sie auch häufig und zahlreich immer wieder hierher kommen und das tolle Angebot, wie ich finde, auch dann entsprechend nutzen. Herr Marquardt wird auch noch mal ein paar Worte an Sie richten und dann wollen wir das Objekt feierlich eröffnen. Ja, herzlichen Dank, Herr Mosse, liebe Uelzerinnen und Uelzer. Ich hoffe, Sie können mich alle ganz gut verstehen. Ich kann Ihnen erstmal versichern, das Marktcenter ist deutlich stabiler gebaut als diese Stellwand. Das steht mal fest, ganz sicher. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute endlich den Tag der Eröffnung haben. Denn wie das ganz häufig ist bei Projekten, im Vorfeld wird ganz viel über solch ein Projekt geschrieben, wird geredet. Und wenn es dann endlich da ist, dann wird es angenommen und genutzt. Und ich bin mir sicher, das wird bei diesem Marktcenter genauso sein. Denn ich hoffe, Sie haben den gleichen Eindruck wie ich. Dieses Marktcenter sieht erstmal wunderbar aus und ist ein herrliches Ende oder ein Start, wie Sie wollen, für den Süden der Uelzer Innenstadt. Etwas, was wir bisher so nicht hatten. Wir haben jetzt eine echte Eingangssituation der Uelzer Innenstadt und wir haben etwas, was wir so in Uelzen bisher jedenfalls noch nicht hatten. Dafür schon mal, Herr Mosse, ganz herzlichen Dank an die HBB. All das, was wir wollten, jedenfalls vom Baulichen her, ist umgesetzt worden. Das ist wirklich prima. Ich bin mir auch sicher, dass die Geschäfte dort sehr, sehr gut angenommen werden. Denn man mag es vielleicht nicht glauben, Sie kennen mich meistens nur, wenn ich rumlaufe im Anzug oder sonstiges, aber ich bin ja auch Hausmann. Und ich gehe auf Einkaufen und wenn ich eins weiß, dann weiß ich, dass es gut ist, wenn ich erst in den Discounter gehen kann und dann kann ich woanders hingehen, wie hier zur Rewe und kaufe den Rest frische und sowas. Das funktioniert zusammen. Und das wird auch hier zusammen funktionieren. Und der Königsberg hat endlich seinen Supermarkt. Auch das ist ja ganz wichtig, das hat er ja nun jahrelang nicht gehabt. Ist zwar ein paar Meter vom Königsberg entfernt, aber endlich etwas Nahes hier im Süden Uelzens. Also meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, das wird hier für die Stadt Uelzen eine tolle Symbiose. Hat sehr viel für die Stadt schon gebracht, denn auch dieser Bereich hier mit den Kreiseln, das war alles vorher nicht so. Das ist ja auch alles erst entstanden jetzt im Rahmen des Umbaus. Das ist doch wirklich toll. Und wir werden auch da noch weitere Entwicklungen erleben und werden auch hoffentlich alsbald die Anbindung zur Innenstadt noch etwas besser gestalten können. Wir schauen mal, was beim Kreishaus passiert. Da entwickelt sich ja auch das eine oder andere. Ich glaube, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Situation von hier bis zur Innenstadt komplett verändert sein wird. Wir werden sehen, wie, aber es wird verändert sein und sicherlich zum Wohle Uelzens, da können Sie sicher sein. Jetzt aber möchte ich nicht lange weiter reden, sondern Sie wollen alle rein, Sie wollen alle das Marktcenter sich angucken, ich übrigens auch. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß. Nochmal herzlichen Dank an die HBB. Viel Glück allen Pächtern hier, allen Geschäften, die hier ihre Heimat gefunden haben. Es wird sicherlich ein gutes Geschäft geben und Ihnen allen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.
Ja. Meine Damen und Herren, hiermit öffne ich jetzt offiziell zusammen mit Herrn Mosel das Marktcenter Uelzen. Okay. Und schnipp. Hier haben wir ja am meisten am Anfang, als es um die Grundkonzeption ging, sehr viel diskutiert mit Herrn Scheele-Krogul damals. Ja, ne? Ja. Wie viel Glas und großer, kleiner Eingang wieder angeboten. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt zusätzlich dann auch... Okay. Sie sehen, die ganzen Fahrer. Ausbildung, ne? Mit der Boxen. Nur so, das kennt ihr. Es gibt, wir sind ja sehr nachhaltig und wir sagen dazu Nachhaltigkeitsbeutel, also. Ich sage dabei, Fragen ist absolut. Und da haben wir jetzt mal eine ganz kurze Pause, da hole ich das mal wieder neue Geschenke vorbereiten und das.
Vielleicht könnte die Bausubstanz teilweise in einer Innenstadt einfach noch schöner sein. Der Dönerbude, den hatten wir auch damals verhandelt. Der wollte. Wir haben da eben gerade schon wieder darüber gesprochen, wie schön Uelzen doch im Grünen liegt, wenn man von oben mal gucken kann. Uelzen ist eingebettet in die Natur wie wenige andere Städte, muss man einfach sagen. Von der Bausubstanz ist es ja manchmal schade, dass so viel im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist, das wissen wir alle. Aber wenn man sich die Natur anschaut, das Grün anschaut hier, dann ist das einfach nur wunderschön. Und gerade der Bereich der Ilmenau, was wir immer schon sagen, der muss weiterentwickelt werden, weil es einer der schönsten Ecken für diese Stadt ist. Ja, Prost Uelzen denn! Lecker! Hallo! Oh, jetzt werde ich auch noch gefilmt! Ach, Bären! Ja, das ist schon ein bisschen anders. Das schmeckt schon ein bisschen. Das schmeckt ein bisschen. Ja, das ist hier der Frucht des Trockenen. Das ist der Rosé, das ist der Heimübergang. Dieses neue Geschäft hier in Uelzen ist sensationell groß, eine sensationelle Auswahl und wird für Uelzen eine Bereicherung im gesamten Lebensmittelangebot und im weiteren Hardwareangebot sein. Ich wünsche diesem Haus eine gute Zukunft. Prost. Wie schmeckt Ihnen das? Lecker. Und wie finden Sie das allgemein, das Einkaufscenter? Super, super. Kann man also empfehlen und Sie würden auch gerne wiederkommen? Ich komme jederzeit wieder. Einfach runternehmen. Ja. Ah, jetzt werde ich sogar gefühlt. Für Uelzen wunderschön, sehr groß, gefällt mir gut. Die Auswahl ist sehr gut. Und du würdest jetzt kommt öfter hin? Ich würde jetzt öfters herkommen, ja, genau. Ja. Und ja, wie findest du Rewe speziell sehr groß? Das Angebot ist sehr breit, gefächert und die Qualität ist sehr gut. Marken halt und doch, sehr gut. Hier suchst du einen Strauß für deine liebe Frau. Richtig, genau. Der sucht mal was Schönes. Ja, okay. Alles klar. Heidelbeere. Das ist schon wieder zu. Nehmen Sie das. Da ist zu viel Raum. Das sieht Mann, ich bin ja nun mal nicht sparsam. Denn das hätte ebenso gut auch Marille sein können. Also was? Aprikose. Eigentlich habe ich gedacht, zuerst Orange. Nein, die Orange ist jetzt. Anders. Hier und das geht. Die Orange ist jetzt. Thank you.
habe Äpfel, habe ich Strohdecke, Bohnen und eine Decke drauf. Können Sie auch probieren. Unglaublich günstig. Einige wollten hier zu Hause kommen. Dafür können wir uns nicht. Nee, heute machen wir das nicht. Ich wollte sagen. Und ich finde, das ist auch einladend. Also wenn man sich das hier anschaut und sich ein bisschen den Kreis anguckt, also es macht schon Spaß. Naja, viel Spaß. Nein, das war ja alles gut. Trotzdem haben die meisten sich einen Döner geholt. Ja. Schon wieder da? Seit gestern. Ja, also das darf natürlich kein Dauerzustand. Toller Laden. Und den Leuten gefällt es auch? Ja, wird sehr gut angenommen. Ja. Okay. Kunden sagen, toll, super Laden, alles toll. Sieht auch lecker aus, ja. Ja, ja, finde ich auch. Wie gefällt dir der Laden? Das lang ganz gut. Ja. Aber wir haben ja noch nicht alles gesehen. Also das packt ja das erste Mal, dass du hier bist. Erste Mal, ja. Wie gefällt dir die Fleischstücke? Ja. Da kriegst du Hunger, ne? Gut gefüllt, alles da. Alles da für den Magen. Alles da. Okay, dann noch viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Hallo Herr Meierlein. Hallo. Und zufrieden? Ich bin Kundensturm noch nicht so ganz, aber wir hoffen, dass sich das noch entwickelt heute. Ja. Ne? Ja. Aber ansonsten. Das muss man sagen. Ich finde, der Laden hier sehr, sehr schön. Mhm. Es gab nur zwei Meinungen. Ja. Also ich finde das Gebäude und diesen Laden speziell super hier. Das hat Uelzen noch gefehlt. Und was ich speziell gut finde, das ist, wenn man mit dem Auto hier reinfährt, in die Parkgarage, dann auch sofort in die Geschäfte kommen kann. Man braucht nicht erst nach draußen gehen, man wird auch nass und hat keine Probleme mit dem ganzen Eingekauften. Ja, und Sie würden gerne wiederkommen, Sie kommen gerne wieder. Ja, ich würde gerne wiederkommen, natürlich. Wir sind heute schon das zweite Mal da. Du musst ja viel Zeit mitbringen, um irgendwo durchzukommen. Ja, wir haben Zeit, wir sind Rentner. Okay, dann alles Gute, viel Spaß und Freude an diesem schönen Abend. Ja, danke schön. Okay. Ja, ganz toll, ganz toll. Schöne Geschäfte sind hier. Und mir gefällt das hier noch besser als der Uhlenköper Park. Ja. Ich finde das ganz toll hier. Sehr schön geworden. Ja. Und mir gefällt es auch? Sehr schön geworden. Ganz Sie gehen öfter her? Ja. Ja. So, wie hat es gefallen hier? Gut, ich fand es cool. Ja. Es war lustig und ja, hat Spaß gemacht. Kommt ihr wieder gerne her? Ja. Okay, alles klar, danke. Geht mir sowas raus.
hat mir gut gefallen, jawohl. Bloß meine Ananas wurde falsch berechnet und jetzt muss ich noch ein bisschen warten, aber alles okay. Schöner Laden, wunderbar, danke. Und ich trinke einen Kaffee. Ja, genau. Sekt habe ich schon. Was hatte ich noch? Champagner. Ja, alles super. Okay, ne? Tschüss. Den haben wir ja noch nicht, aber was wir gesehen haben, das war schon okay. Mir fehlen ja unten aber ein paar Sitze, wo ich mich mal ausruhen kann, wenn die Frau einkaufen geht. Dafür gibt es hier Kaffee. Ach ja, genau. Da müssen wir dann noch mal rein. Aber da gehen wir rein, wenn das ein bisschen leerer geworden ist. Aber sonst, sonst war das okay. Ja, der Klamottenladen so für junge Leute, der ist ja auch toll. Mein Enkelkind ist ganz begeistert. Die ist ganz begeistert. Die ist extra von Wisselhövede hierher gekommen, um mit uns hierher zu gehen. Weil wir ihr das erzählen. Ja, sie möchte unbedingt einen Luftballon haben. Ja, ja. Okay, vielen Dank. Alles klar. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.